Moin und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Runde mit den Noobtubers. Wieder dabei der altbekannte Gianni the Funny. Hi. Mit Malphite im Jungle. Dann wieder die steife Socke. Dieses Mal wieder als Yasuo auf der Toplane unterwegs. Und dann noch den guten Plastikfeuer mit Dr. Mundo auf der Botlane. First time OP im Ranked. OP! Woohoo! Okay. Ich habe ihn gezogen. Okay. Ja, ich wurde geforced. Ich denk mal, die werden Early Spinne machen, oder? Mhm. Ja. Yep. Wir müssen sie nur daran hindern. Ich glaube, dass unser Late Game besser ist. Und irgendjemand hat gemeint, dass Rivens Schild und W, also Stun, bald mit AP skalieren sollen. Aber ja, gut, ja, das würde Riven kaputt machen, weil ihr Schild skaliert auf AD. Ja, ich finde jetzt auch... Ich finde, die sollten eigentlich nur den Stack mit Armor von der Ding vom Shield reducen, weil ich meine, der Stun macht sowieso kaum Schaden an sich, weil da ist die Ratio extrem gering, aber beim Shield ist halt voll extrem, weil hey, ich bin Riven, ich hab keine Ahnung, ich hab Hydra und ich dive den Tower und mach mein Shield und bekomme einfach mal 50 Milliarden Shield, weil ich 100 AD hab. YOLO. Ja. Ich finde, dass Riven auch so gar nicht zu stark ist, wenn man weiß, wie man gegen sie spielen muss. Natürlich ist sie nicht stark, aber ich finde, das ist krass halt, dass sie halt durch alle ihre Skills, eigentlich hat sie einen Escape, weil, ich meine, sie hat einfach mal 3 Q-Dashes. Sie hat einen Dash mit, einen extrem langen Dash mit ihrem E und Schild gibt und sie hat dann noch einen Stun. Sie ist eigentlich so gut wie ungankbar. Man braucht extremes Timing eigentlich, um Toplane, wo eine Riven ist, zu ganken, weil Riven einfach, sobald sie irgendwas sieht, dann tut sie einfach, ja, ihre Skills hauen und weglaufen. Ich habe vergessen, was ich gerade sagen wollte. Irgendwas wollte dann ich noch nicht zu wichtig. Riven sagen. Wenn es nicht wieder einfällt, dann war es nicht wichtig. Und ihr habt wirklich so einen komischen Sack, Alter. Hey, ich fang jetzt nicht damit an. Ja, ihr müsst verstehen, mit Gianni haben wir immer ganz hübsche Diskussionen hier. Ja. Außerhalb der Aufnahme. Also die sind für YouTube nicht verwertbar. Ja doch, wir haben drüber geredet. Nein, das ist Gianni auf. Dass die irgendwie so einen komischen Sack haben, der voll ungerade ist. So, die eine Seite ist länger und so. Also, dass das eine raushängt. Okay, ich wechsle jetzt mal das Thema und zwar weiß ich, was ich sagen wollte. Hier. Riven hat einfach alles. Sie hat Mobilität, sie hat Burst, sie hat Tankiness, sie hat CC, sie hat alles. Oh, schön. Das war's wert. Was? Ich hab sie getroffen. Na, ich bin OP. So high mana kosten. Soll ich top oder du? Weil ich hab gegen Riven hier Exhaust dabei. Ich hab Cloth Armor gestartet. Du wolltest doch lange gehen eigentlich. Egal. Wer? Du. Lol. Egal. Scheiß auf, ich geh nachher jungeln. Ich geh nachher jungeln wahrscheinlich. Dann geht doch erstmal auf die Botlane oder so und kack. Also wie immer geh ich halt wahrscheinlich nachher jungeln. Also extrem unkoordiniert hier. Wir wollten eigentlich eine fette Team-Kombo machen. Haben jetzt nicht mal Champions gepickt, die wir können. wir haben ich spiel First Time. Pickt, was wir können. Sinn. Ich bin Level 1, ich krieg keine Erfahrung. Ja, das ergibt Sinn. Geh in den Jungle. Gank. Was für ein Gank? Oh. Wollen wir denn zum gegnerischen Altar? Ich hab auch schon gepusht. Jetzt lassen wir den farmen. Nimm nur die Erfahrung, du gehst dann jungeln. Okay, diese Aussagen. Hau ab! Nö. Hau ab! Nö. Du bist Mundo, du bist Level 2, du kannst jungeln. Klapp dir halt den Heal dann da. Jetzt! Ja, ich bin jetzt oh, weg. Oh fuck. Geht's auf Top Lane? Ich bin hier im Stun gedodged. Ups.
Boah, ich krieg voll aufs Maul. Nice! Sowas nennt sich Countergenken. Schön gespielt. Countergank des Zorns. Ich hatte zwar Ghost und die Gleiter viel wasten müssen, aber. Hier. So, Altar, Altar, Altar. Nein! Ich hol ihn mir. Mach du den Altar, ich hol ihn mir. Ich hol ihn mir. Du bist sowieso schneller als ich. Das war so bad von mir. Lol. Hauptsache nochmal failen. Also wäre er weitergelaufen, wäre er sowieso gestorben. Wäre dann nicht da wäre. Soll ich? Ich lass dir einfach mal den Farm, ne? Ja, warte. Das hier. Was, du wolltest den Farm nehmen? Vielleicht sagt der Lestie einfach mal den Farm. Ja. Vielleicht. Report, Farmstil. Also ein das nenne ich mal einen sehr geilen Start hier. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Mir nicht. Bin gestorben. Ich mag auch keine Johnny. Deswegen bist du gestorben. Oh, ich kann nicht mal Last hitten. Fuck. Oh mein Gott. Ich glaub's jetzt wieder auf Botlane. Ich mag Mundo einfach nur wegen OPAD. Ja. Nein, einfach mit dem E bekommt man so viel AD, das ist nicht mehr schön. Ich hab ein bisschen Respekt vor Riven. Hilfe! Was geht man durch? Die E, oder? Ich würde die Q machen. Q. Als AP? Q, ja. Ja, die kosten. Ja. Also, sicher. Wenn die Mana-Kosten sind doch so hoch. Ja, trotzdem. Wenn du gegen sowas wie Tryndamere oder Jak spielst, dann würde ich die E hochskillen, weil die ihr Attack-Speed verringert. Ansonsten gegen Gragas bringt das nichts. Riven kommt runter und ich habe zu viel Farm, als dass ich moven könnte. Du kannst LCQ und dann kriegst du Movement Speed. Boah, was ist das denn? Mit Tanks verrecke ich immer. Alter, was ist da los, ey? Drei Kakerlaken. Weiß nicht. Was? Was? Wie? Wo? Ich schau nicht mit. Lol. Ich krieg die Minions einfach nicht. Ich hab Ulti. Ready. Ich brauch noch ein bisschen. Dann hab ich Ulti. Okay. Dann komm ich auf Gank auf Top Lane, glaub ich mal. Ich glaube, ich kann sie sogar killen. Wenn ich's klug mache. Ja, du bist ja so, du bist OP. Du kannst alles. Okay. Nunu ist oben. Er ist Level 6. Wow. Hilfe! Hilfe! Nunu hat Ulti raus. Hat er verschwendet. Lol. Er macht Damage. Lol! Was? So, ich hab Stacks. Ja, bei mir seht ihr mal wieder Fails. Er kommt hoch. Ich hab leider meinen Tornado gefailt, sorry. Was machst du da? Ja. Ah! Hä? Ja. Mein Typ ist in die falsche Richtung gelaufen. Das ist ein COP. Ich überleb das. Glaube ich nicht. Sehr gut. Hey. Calculated, Bitches. Ich will meine Warmox haben, es gibt aber keine Warmox. Ah, QQ. Das ist das Einzige, was mich nervt in Ding 33, dass es keine Warmox gibt. Ja, aber sowas ähnliches, ne? Ja, das ist aber nicht so useful.
Ja, gibt's irgendwas, was prozentual zum Leben regeneriert eigentlich auf der Map? Als nächstes hole ich mir KDU, weil die ja nicht so ein dicke Tanks haben, oder? Nö. Es gibt doch eigentlich nichts, was prozentual zum Leben regeneriert. Hm, gibt's nicht. Doch, diesen Dornmantel oder so. Der Dornmantel. Der Blutpanzer. Sieht aus wie so ein Dornmantel. Nee, das hat. Pass auf, Riven kommt runter und Gragas fehlt auch. Meinst du das, wo man aus Ding baut? Aus einem. Ja. Rubin-Kristall. Ja. Wie kommst du? Ja, das gibt nur keine prozentuale Heilung. Push it schnell. Du machst es ja, oder? Ja, ja. Die können mir nichts. Boah, ich kann fahren wie so ein Baum. Warte, Malfight, Teamfight. Ich kann. Nein, passt. Ulti, okay, einmal nur Ulti. Nicht. Ich hab ihn bekommen. Auf geht's, die kriegt ihr. We need damage. Da wow! Sehr nice. Woohoo! Good job. Schön. Die Nunu-Ulti hat uns bloß ein bisschen überrascht. Ja. Das war schön gespielt von ihnen, aber ansonsten. Er hat aber kaum Schaden gemacht. Also doch, mir hat das noch ein bisschen Schaden gemacht, aber naja. Obwohl ich ja glaube, ich hab die gar nicht abbekommen, ne? Ja, du hast glaube ich nicht abbekommen. Aber ich hab sowieso hier getankt. Bis wozu ich überhaupt da bin. Das war eine schöne Malfight-Ulti, muss ich auch sagen. Ja, Wirbel war direkt draußen. Ich hätte sie früher machen sollen, dann wäre sie in 3 Leute, weil dein Range ist ja auch ziemlich krass. Mhm. Ja, aber es geht, das können wir beim das nächste Mal machen, dann ficken wir sie komplett auseinander. Solange du voll geil aus, so, Leute. Solange du ja? Riven triffst, ist alles gut. Weil sie ist die gefährlichste, finde ich. Ja, ist doch wirklich. Am besten triffst du einfach Riven und. Hilfe, den. Ich sterbe. Unten. Oh fuck. Ich komm. Ja, solange du die Kills bekommst, ist alles okay. Darfst dann nur nicht direkt sterben. Kauf dir halt einen Sonias. Lol, wie hab ich den jetzt gekillt? Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Egal. Kauf dir halt Sonias und GA, okay? Warum Sonias? Warum nicht? Weil ich's kann. Genau. Begründung, wenn ihr irgendwas kauft, was eigentlich gar nicht, was man sich sonst nie auf sein Töpfchen holt, ist einfach, weil man es kann. 11 Minuten, 40 Farm, well played. Ich hab 53 Farm. Ich hab 80. Ist Jungle. Aber Farm ist halt immer meine Lane. Ich tu dann Lane nicht Farm. Okay, hier oben ist wieder Nunu. Bei mir ist SS. Ich hab gleich wieder Ulti ready, also. Dann können wir wieder Place machen. Nunu könnte. Ne, tut er aber nicht. Die haben Angst vor mir. Nunu kommt runter. Jetzt verliert ihr die Trades, aber hart. Weil die Ulti macht mir auch kaum Schaden. Ich habe jetzt schon 120 Magic Assist. Oh, der einfach. Ah, gibt's schon auf der Zeit, Alter. Ich hab den halt. Hilfe! Runter. Ich renne! Ja, mach Schaden. Nein. Ich hab die Taste so gespammt. Nimm du den Kill, ich brauch ihn nicht. Dankeschön. Job's war worth. Ja. Glaub's mal so ganz dreist. Ja, wir kriegen Tower. Ich hab null. 5. Das ist der Tank, du darfst das. Was bin denn ich? Dafür halt auch wieder Assist. Ich gehe so lang jungeln, okay? Du bist jetzt auf der Lane besser, denke ich. Mit Mundo. Nee. Doch, lass mich jungeln, bitte. Mundo ist stärker im Jungle, glaub mir. Hier, den hier schnell machen. Achso, der ist wieder da. Weg. Renn du. Oh, sorry, ne? Passt. Nein. Okay. Renn dir doch den. Hauptsache, du überlebst. Ich sehe so geil aus. Ja, der Skin ist richtig mega. Nehmen wir den Stachel da. Das ist so fett.
Haben die? Wenn ja, bin ich kaputt. Also ich glaube, die machen ein Ding. Nein, die machen noch kein Spinning. Nö, sind sie nicht klug genug für. Auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, dass wir damit auch unsere minus 3 Punkte begleichen können. Ja, wir wollten Kinetic Fox, also Kinetic Let's Play, wollten wir mal mit dazu nehmen. Also, der war ja am Anfang auch schon direkt dabei. Aber wir haben es nie so hinbekommen, dass er mitspielt. Und ja. Okay, ich habe gerade einen dicken Fehler gemacht, alle, die bei mir zuschauen. Und zwar wollte ich mir jetzt nicht das Jahr kaufen, aber ich habe mir einfach dieses BS-Wort, beste Freundeschwert, geholt, weil ich dachte, dass ich daraus KDU bauen kann. Doch KDU gibt es hier direkt nicht. Und ich kann daraus nichts Besseres machen. Wir können jetzt fighten. Geh dann kurz back, aber ich kann vorher noch die Ulti rauskloppen. Okay, ja, ich habe auch. Lass mich hier baiten. Oder was ist baiten? Lass mich hier denken. Okay, ich zieh mich erstmal wieder zurück. Nicht die Ulti benutzen, ne? Noch nicht. Wir töten trotzdem. Weil er flasht. Lass Minions holen, lass Minions ranholen. Nicht so, nicht so. Jetzt! Nein, 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 nein! Ich hab gesagt nicht. Oh, fuck. Kann nicht tanken. Wie bitte? Dann mich raus, ja. Hier! Na! Komm, ich kann tanken. Auf geht's. Gold. Okay, warte. Mundo. Wir hätten das besser. Ja, wir hätten das besser machen können, aber das hat gepasst. Ich hab mir gerade zweimal Schuhe gekauft. Mundo, goes where he pleases. Ich bin immer noch der Meinung. Seit Season 1. Okay. Wenn du dir gleich Botlane farmen, ne? Den brauchst du. Oh, LOL! Das war mal eine kurze Runde! Ich wollte gerade meine Stats verbessern. LOL! Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Die letzte Aufnahme, also das Ranked, also das Duo-Q von... wie heißt du nochmal? Team Ranked. Ich vergesse halt alles. Ich bin heute auch in der Schule eingeschlafen. LOL! Nee, unser Duo-Q. Von... Teamranked, Noobtubers. Ja, von Sox HD, von der steifen Socke. Das habe ich vergessen hochzuladen. Beziehungsweise nicht vergessen. Ich hatte zwei Aufnahmen, weil am Anfang, da haben wir so ein bisschen getrollt. Dann habe ich die Aufnahme wieder neu gestartet und dann habe ich die falsche Aufnahme gelöscht. Oh. Und hier, jetzt fangen wir mit einem Zitat an. Also. Von meiner Seite her fand ich das Game ein bisschen einseitig leider, aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht, denn ich glaube, ich stand nachher 8-0 oder so, auch das Teamplay war 10-0. Nachher schön. Hey, 10-0, lol. 10-0-1, ich bin schon in der Übersicht, deswegen. Ja, es war halt irgendwo schon einfach, ohne das jetzt arrogant zu meinen. Ja, das war aber ernsthaft einfach, also ich meine, egal, das können wir nachher anhängen. Wir haben 0-6-7 und wir haben jetzt zusammen 5 Spiele gespielt und wir haben alle 5 gewonnen. Also wir jetzt so zusammen. Ja, so, ja, wir zusammen. Ja. Wir haben mit 6 Wins 6-0. Ja. Okay, denn bei mir sehen wir uns gleich in den Statistiken. Bis gleich. Haut rein. So, hier seht ihr auch plus 25 Punkte, aber nur 22. Insgesamt kann Riot nicht rechnen. Nein, wir hatten tatsächlich minus 3. Da haben wir euch nicht angeschissen. Und hier steht auch 6 Wins, 0 Losses. Angeschissen. Ja, voll ins Gesicht. Richtig mies, richtig schön flüssig. Auf geht's. Okay, Damage dealed. Ah, ihr beide habt aber auch nicht wenig Schaden gemacht. So viel mehr war jetzt nicht. Ganz ehrlich, ich habe wenig gemacht diesmal. Ganz ehrlich, als Mundo ist auch nicht die Welt, Schaden zu drücken. Also du drückst deinen W und stellst ihn alle Gegner rein und drückst dein E und dein Q. Mhm. Nicht schwer. Bloß Gold waren große Unterschiede. Ja, natürlich, du hattest einfach 1000 Mal mehr Farm. Also, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben alle das gemacht, was wir machen sollten. Also wie es geplant war, dass schön Gianni reinjumpt mit der Ulti und sie hochwirft. Und ich als Tank drinstehe und einfach, ja, Mundo goes where he pleases. For the win. Ja, und du halt dann deine Ulti zünden und den Schaden machen. Na gut, das war's denn von meiner Seite. Ach so, wer so weit geguckt hat, den interessieren, oder ich habe schon eine Frage bekommen, ich mal meine Masteries und Runenseiten zeige. Ich werde die zeigen, die ich verwendet habe.
Hier einmal seht ihr die ganzen Stats. Armor, Magieresistenz, ein bisschen Schaden, nichts Besonderes. Masteries, ganz normal AD. Ziemlich AD für Yasuo und ziemlich tanky, weil Yasuo ist eher Late Game. Damit finde ich das. Mid Game. Ich finde ihn eher mit, ja, und da finde ich Mid es Game besser, wird er richtig stark. Da finde ich das besser, ihn im Early stärker zu haben auf der Lane, bisschen, dass er mehr aushält und die Lane überlebt. So. Yasuo ist OP. Das war's jetzt aber wirklich von meiner Seite. Eure Socke, bis dahin. Ciao, ciao.